Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rebel Galaxy Outlaw. Ja, ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Nobody. Ich hoffe, dass heute der Ton wieder besser ist. In der letzten Folge gab es ja zum Schluss leider ein bisschen Tonprobleme. Aber gut, wollen wir uns jetzt nicht damit lange aufhalten. Ich würde sagen, gehen wir erstmal zum Terminal. Und lade bitte. Hallo? Gut. Gut. Und dann wollen wir noch mal zu Satchel. Miss Markev, excellent to see you. I think you may have missed your calling as a bounty hunter. I spent enough time dragging rats out of their holes, thanks. Ready to make good on your end of the deal? I am a machine of my word. Uh-huh. Sandar is delivered, the bounty paid, and I'm free to assist in your search. I've gathered some intel pertaining to Ruth's craft, and armed with that, we should be able to update the triggers I've planted on some key jump gates. Then, we simply wait for him to trip them. And we'll know his whereabouts. What are we waiting for, then? I'll join you outside the station. Na gut, dann wollen wir nicht länger warten. Und fliegen los. Start. Bin mal gespannt, wie laut es jetzt wird. Das sieht immer wieder schön aus. There are three key gates that should provide maximum coverage along well-used routes in Colorado, Mississippi, and Arizona. I'll mark each gate for you. We'll rendezvous at all three. I'll update the ID triggers, and then we'll bide our time. Shall we? All right, off to Colorado, I guess. Gut, Joystick wieder bewegen. Mal kurz nochmal auf die Karte. Richter. Dann treffen wir uns nochmal. Und hier sind wir unterwegs. Just what I needed. A gaggle of shitheads. Autopilot disengaged by hostiles. Missile inbound. Na komm schon. Also ich finde es schade, dass, obwohl man sie erfasst... Oh yeah. Obwohl man sie erfasst, dass sie dann quasi trotzdem beim nächstbesten feindlichen Ziel dann wieder sich ein anderes schnappt. Shit. Es regnet Trümmer. Na gut. Dann wollen wir mal. Busch. So.
Ja, die letzte Mission war ein bisschen schwieriger, aber die ist halt so. Excellent. I believe we are ready. This operation requires my full concentration. Please keep an eye out for law enforcement or any other undesirable elements. Is this gonna take long? Only if I am interrupted. Ja, schnell mal kurz gucken. Haben wir irgendwas noch im Frachtraum gehabt? Nö, gut. Yeah, yeah. Ja, dann mach mal hin, mein Bester. The modification is complete. Let's move on to the Mississippi system. Please follow me through the jump gate. Ja, Satchel verlässt die Gegend. Tito. Ach, an diesem Spiel kann man sich einfach niemals satt sehen. So einfach wäre. Da sind wir im Mississippi-System. Craft inbound. Ein Mississippi, zwei Mississippi, drei Mississippi, vier Mississippi. Nee, ich werde das nicht durchziehen. Looks like a bit of a mess. Oops. Missile inbound. These damned inviolates, a real menace. If they damage the more delicate tracking electronics on the gate, it will disrupt my system. We must eliminate them. I got no problem with that. Not bad. Warum? Bear witness to the might of the inviolate. Nee. Missile inbound. Missile evaded. Fall back and return. Dann hatte ich mich zugegeben eben gerade verklickt. Schade.
Ja. For shame, Sinner. Sinner? Zeig dir mal, wie man hier richtig Sinner wird. I believe the threat has passed. This shouldn't take long. Looks like that just about does it. Modification complete. One last stop in Arizona. See you there. Craft inbound. Arizona? Und Zündung. Joa. Es geht schon besser mit dem Schiffchen als mit dem vorherigen, aber man muss trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, weil... Yeah. Hello, Juno. If you happen to be in the neighborhood, perhaps you'd like to see the contents of the package you delivered. That might be a little out of my way just to stop and take a look, Orzu. And if I allowed you to keep the contents of said package? Sounds a little more interesting. Why all the cloak and dagger? In-person communication is always the most secure. I'll see you soon, Juno. Gut, dann ist dir wohl das, was im Paket ist, zu heiß. Gut, also wie ich am Sagen war, in der vorherigen Mission haben wir das ja gesehen. wir haben ja einmal das Zeitliche gesegnet. Das kann ganz schnell gehen. Und go. Autopilot disengaged by hostiles. Missile inbound. Sonst geht's euch noch gut, okay. Natürlich wird das da bestimmt wieder keine Belohnung geben. This is not gonna go your way. Though I am battered, I will persevere. Na. Hin. Du bist schon hartnäckig. Komm hier. Zurück am Sender. I may burn your body, but I will save your soul. Nee, lass mal. Aber ich könnte dasselbe so in etwa anbieten. Und? Hat's funktioniert? Sagt da nichts mehr. Entering the area. No inviolates. Good. Indeed. I'm beginning the modification now. Warum habe ich das Gefühl, dass das jetzt
ungemütlich wird. Ah, shit. Looks like we've got company. Cops. Unidentified craft. You are tampering with Arizona system property. Cease at once and prepare to be taken into custody. What? I don't have time for this. Juno, I have no intention of being apprehended. Please deal with this situation as you see fit. With the assumption that I will not be surrendered. Almost empty. Better make it count. That's the last of those. I think the coast is clear. Good. Looks like that's the last of them. The modification is complete and the web is spun. Yeah. Now we simply wait for the fly to stumble across it. It's best to be patient. I'll contact you as soon as I feel a tugging on the strands. Talk to you soon, Satchel. Da hättest du dich auch ein bisschen beeilen können, Farewell. Satchel. Gut, dann wollen wir mal gucken. Gebetshaus hört sich nicht so sympathisch jetzt gerade an. Tschüss. Ich bin da mal weg. Autopilot disengaged by craft proximity. Du schon wieder. Undankbarer Gesell. Und jump. Bang. God, it's like getting hit by a truck. Komm, schauen wir mal hier vorbei. Bin jetzt neugierig. Ein Gasriese. Na komm. Destination reached. Sector traffic control. Your request is granted. Please proceed to the designated bay. London. Danke. Also eins ist klar, so ein Spiel muss man mit Joystick spielen. Es macht einfach nur Spaß. So, schnell mal zum Terminal. Ich bin schneller als mein Chief. Laden. So. Das hätten wir. Besuchen wir mal die Bar. Gucken wir mal, was hier für Möglichkeiten auf einen warten. Naja, ihr seht nicht sehr optimistisch aus. Ich gehe wieder.
Ja, also so Mission mit dem Schiff derzeit, nee. Dasselbe hiermit. Wobei. Wollen wir es wagen? Ja, komm. Besonders weil bei der Mission müssen wir nichts vorstrecken, was auch mal selten ist. Dann würde ich sagen, brechen wir wieder auf. Und eine sehr wichtige Sache. Alle Energie auf die Triebwerke. Gut, das überspringen wir mal. Ich habe sehr wahrscheinlich schon jetzt direkt Besuch. Okay. Things are pretty quiet around here. Maybe too quiet. Trifft dich mit Orsu, das ist mir egal. Ja, ja, der Notruf ist mir auch egal. Destination reached. Schnell springen. Schnell, bevor irgendjemand kommen kann. Sprung, Sprung, komm an. Oh, God damn it. Just what I needed. Destination reached. Ach, das ist nicht so schön. Ja, feiert doch ruhig. Einer weniger. Tschüss. Ausgewichen. Sauerei hier. Nee, danke, davon halte ich nicht viel. Ja, ich bin ein bisschen schneller unterwegs. Sind immer gut. Tschüss. Diamonds sind nicht only the girl's best friend. Nein! Das war dumm. Gerade just im Moment. Warte mal, da ist doch noch ein Feind in der Nähe.
Tschüss. Was war das? Juno Markov, holy shit, I heard you were kicking around the sector, but I didn't believe it. Marla, is that you? Hell, girl, it's good to see you. Don't tell me you're still slumming with the double jacks. Well, afraid so. You know me. Can't let go of a good thing. Listen, seeing as you're in the area and all, I could use a hand. You want to cruise by the old stomping grounds? Jeder, I don't know, Marla. Jeder will jetzt was von mir. Leave on the best of terms. Ah, little bad blood never stopped you before. I could use the friendly ear. Well, I guess I got some time to kill. Ich würde gerne springen. Okay, Marla. I'll swing by. For you. Appreciate it, girl. Let's meet at Loretto and Juarez first, though. See you soon. Oh, schreibt euch E-Mails. Gerade wenn ich springen will. So. Nein, Maler ist mir gerade egal. Orso ist mir gerade egal. Dahin müssen wir. Bitte, 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 bitte. Tschüss. Nein. Don't look behind you. Craft inbound. Nein, danke. Brauch ich nicht. Schon wieder. Come on. Ja, das ist mein eigener Fehler. Wir sind halt ein bisschen schneller als üblich drauf. Dementsprechend schätze ich das Ganze ganz anders ab. Boah. Erstmal weg vom Tor, komm. Offener Weltraum. Das ist geschmeckt, mein Freund. Ja, ja. Und Sprung. Someday this thing is just gonna shake itself apart. Nein, danke. Entering the area. Craft inbound. Oh, tschüss. Autopilot disengaged by hostiles. Hostile craft entering the area. Look at this. Easy prey. Nein. Das Schöne ist halt mit diesen. Ja, ja. Mit diesen Nachbrennern. Verbrauchen wir nicht so viel Energie, so dass sich unser Generator quasi immer wieder beziehungsweise unsere Reserven immer wieder vollpumpt und dann kann ich auch die Schilde wieder erneuern. Und jetzt ciao. Destination reached.
Ah, schön. Ja, gute Idee. Wo ist hier der Eingang? Da. Clearance granted. You are now entering an automatic landing zone. Danke. So. Ich würde sagen, das geht ja. Wir hatten minimalst Action, aber ich sag mal so, bei so einer Mission will ich nicht unbedingt Objective complete. Cargo removed. Na gut. Will ich nicht unbedingt gerade alle Feinde abbekommen, weil die können wirklich schon sehr stark sein. Dementsprechend, ja, das hatte ich jetzt voll geplant. Dementsprechend kann es dann gefährlich werden. Und ja, so eine Mission möchte ich auch nicht 20 Mal anfangen. So, weil es so schön war, können wir hier nochmal landen. Weil ich möchte mich umschauen. Okay, automatisch wieder richtig. Docking request received. Automatic landing sequence initiated. So. Ja, hier sind wir dann. Ich habe mich schon mal ein bisschen umgeguckt. Der Reparaturdruid, ja, ich weiß nicht. Er repariert ja schon. Die Panzerung ist noch zu teuer. Es ist so ziemlich alles noch recht teuer. Obwohl ich schon sehr viel reingepumpt habe, ne? Ich war jetzt am Überlegen, die Gauss-Kanone abzuschaffen. Dann hätte ich quasi alles, was an Waffenenergie frisst, abgeschafft. Und würde ich jetzt nochmal Leuchtspurkanonen holen? Das könnte auch eine Lösung sein. Oder ich guck mal, was ich sonst hab. Gibt es nur die Leuchtspurkanonen, wo keine Munition, also keine Energie, das wäre fett. Autokanone. Viertausendfünfhundert. Tempo. Okay, das Tempo ist deutlich schwächer. Aber wisst ihr was? Ich probiere es mal. Nein, die behalten wir mal. Natürlich ein Träumchen. Am liebsten hätte ich ja das hier. Ist auch ein Träumchen. Aber. Autokanone. Gauss-Kanone. Ich würde sagen, ...3,45 ist schon ein hartes. Ja, Ionen-Beschleuniger ist auch richtig teuer. Das ist jetzt alles richtig teuer. Ich würde am
liebsten ja so einen Trion-Beschleuniger mal probieren, aber wie gesagt, dann verbraucht man am Ende noch mehr als wie jetzt mit der Gauss-Kanone. Das hat dann keinen Sinn. Noch eine Autokanone ist leider nicht. Dann würde ich einfach mal sagen, kann ich so diese Kombi mal ausprobieren. Habe ich noch ein bisschen Money? Probieren wir es mal. So verbrauchen wir keine Energie, können etwas besser mit der Energie haushalten, aber wir haben den großen Nachteil, wir haben eine Nachladezeit. Another day, another dollar. So. Das hört sich gut an. Gut, ihr Lieben. Ich würde auch sagen, wir sind jetzt am Ende einer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat... Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten, wenn ihr Vorschläge, Ideen oder Ratschläge habt, einfach einen Kommentar da lassen. Freue ich mich immer. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich und sage euch bis zum nächsten Mal. Euer Nobody. Tschüss.